Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Teil meiner Videoreihe über den Bau eines 5-Zylinder-Sternmotors. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute geht es um den Kurbeltrieb. Und es ist deswegen ein besonderer Tag, weil der Kurbeltrieb fertig ist und tatsächlich so funktioniert wie geplant. Also hier ist das gute Stück. Ich zeige euch das gleich im Detail, auch von der Nähe. Und werde auch dabei dann noch darauf eingehen, wie so ein Sternmotor, also der Kurbeltrieb eines solchen Sternmotors, funktioniert. Das schauen wir uns jetzt gleich hier direkt an. So, also wie funktioniert so ein Sternmotor? Also zunächst mal hat ein Sternmotor natürlich auch eine Kurbelwelle, wie andere Motoren auch. Die Kurbelwelle ist hier in diesem Lagerblock in der Bronzebuchse gleitgelagert. Hinten ist eine Schwungscheibe dran. Das ist aber erstmal für den Kurbeltrieb eigentlich unerheblich. Wichtig ist, die hat eine Kurbelwelle und eine Kurbel, die sieht man hier unten. Da ist also die Kurbel. Und diese Kurbel hat, wie eine normale Kurbelwelle auch, einen Kurbelzapfen. Und das ist hier dieser Stift in der Mitte. Das ist der Kurbelzapfen der Kurbelwelle. Und auf diesem Kurbelzapfen sitzt von diesen fünf Pleuel, die hier in den 5 Zylindern drin sind, nur einer drauf. Das ist ganz wichtig. Das ist auch der Unterschied zu anderen Kurbeltrieben. Also auf dem Kurbelzapfen der Kurbelwelle eines Sternmotors sitzt nur ein Pleuel und das ist das sogenannte Mutterpleuel oder Hauptpleuel. Das heißt, nur dieser und das hier mit der Schraube, das ist das Mutterpleuel, nur dieses Pleuel dreht sich auf dem Hubzapfen der Kurbelwelle. Die anderen vier Pleuel in diesen 4 Zylindern, das sind die sogenannten Nebenpleuel. Und diese Nebenpleuel sind an eigenen Hubzapfen hier angelenkt. Und diese Hubzapfen sitzen verteilt hier im Umfang auf diesem Mutterpleuel. Das heißt, nochmal, das Mutterpleuel dreht sich auf dem Kurbelzapfen der Kurbelwelle. Die Nebenpleuel bewegen sich auf den Hubzapfen, die im Mutterpleuel befestigt sind. Und von daher gibt es bei so einem Sternmotor auch eine sehr charakteristische Bewegung. Und das schauen wir uns jetzt an. Ich drehe mal den Motor. Also nochmal hier oben das Mutterpleuel. Hier die 4 Nebenpleuel. Und wenn man jetzt dreht, sieht man, dass sich nur dieses Mutterpleuel auf diesem Hubzapfen hier bewegt. Und die anderen vier, die 4 Nebenpleuel, sitzen auf den Hubzapfen des Mutterpleuels. Und das ist, wie gesagt, charakteristisch für so einen Sternmotor. Was bei diesem Sternmotor ungewöhnlich ist, das hat man normalerweise natürlich nicht, dass der mit oszillierenden Zylindern arbeitet. Das ist normalerweise, sind ja so Sternmotoren, Verbrennungsmotoren, die haben natürlich feststehende Zylinder. Aber ich habe das jetzt extra mal so gemacht mit diesen oszillierenden Zylindern, weil ich es gerade schön fand, dass ich da eben sehr viel Bewegung drin ist. Und man sieht auch, das geht. Ich habe den jetzt hier provisorisch nur befestigt. Da kommt natürlich noch der Motorständer drunter. Aber man sieht, dass der sehr leichtgängig läuft. Ist jetzt komplett trocken, also nicht geölt. Also weder die Zylinder, die Spiegel hier sind nicht geölt, die Kolben hier sind nicht geölt. Und trotzdem sieht man schon, der läuft eigentlich sehr gut. So, das war jetzt erstmal zur Theorie von so einem Sternmotor und jetzt geht es dann auch mit dem Bau weiter. Das war jetzt eigentlich der schwierigste Teil, auch der Teil, wo ich mir wirklich bis zum Schluss nicht ganz sicher war, ob hier der Platz für die Anlenkung der 4 Nebenpleuel, ob der hier ausreichend ist. Hat aber gerade so gereicht, also so wie es geplant war im CAD. Jetzt geht es weiter mit dem Motorständer. Das sind im Wesentlichen Fräsarbeiten und dann kommt nochmal ein wichtiger Teil, nämlich die ganze Pneumatik. Weil irgendwie muss ja jetzt Luft zu diesen Einlassbohrungen, ich drehe es mal um, dass man das von der Rückseite sieht,
Das sind die Zylinderachsen, vorgespannt jeweils mit einer Feder. Und hier sind einmal Lufteinlass und Luftauslass, die durch die Oszillation der Zylinder immer abwechselnd freigegeben werden. Und da muss natürlich jetzt zum Einlass Luft. Und das habe ich so vor, dass ich die Luft hier durch diesen Lagerblock leite, also durch den noch nicht vorhandenen Motorständer nach oben in den Lagerblock und dann von hier aus verteile auf die einzelnen Zylinder. Das gibt also noch mal ein bisschen Arbeit, aber im Prinzip glaube ich jetzt mittlerweile schon, dass der Motor laufen wird, weil, wie gesagt, das, wo ich mir nicht ganz sicher war, war eben dieser Kurbeltrieb. Und der funktioniert hervorragend. Gut, dann hoffe ich jetzt mal, er bleibt auch bei den letzten Schritten noch dabei. Ihr wollt bestimmt auch den Probelauf dann irgendwann miterleben. Ich glaube, das wird nicht mehr allzu lange dauern, weil der Rest, wie gesagt, sind im Wesentlichen Bohr- und Fräsarbeiten. Und ich denke, dass das relativ zügig gehen wird. Ja, also nochmal, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Wenn euch das Projekt interessiert, könnt ihr es auch gerne weiterleiten. Und bis zum nächsten Video sage ich jetzt dann erstmal wieder Tschüss, euer Ralf.